War lang? Lol. Hätte ich niemals gedacht. Es fühlt sich so an, als ob ich gerade richtig auf die Fresse bekomme. Hi. Was für ein Background hast du? Einen weißen. Ich bin halb Kanadier. Aber ich bin in Deutschland, in Berlin groß geworden. Also jetzt nicht so Tam Allmann. Also ich fühle mich auch deutsch. Es kommt mal drauf an, mit wem ich unterwegs bin, wo ich bin. Wenn ich zum Beispiel im Ausland bin, dann ist ganz klar, sage ich einfach, ich bin deutsch und ist so fertig. Ein typisches Deutschlandprodukt, würde ich sagen. Du musst gleich erraten, wer in diesem Raum deutsch ist. Was bedeutet deutsch? Schön schlau, okay. Okay. Eigentlich etwas, was ich nie machen würde, freiwillig. Es kann sein, dass meine politische Korrektheit, die ich versuche mal so einen Tag zu legen, mir richtig im Weg stehen wird. Aus wie viele denkst du sind deutsch? Wir könnten safe alle deutsch sein, ne? Naja, das Problem ist ja, so in meinem Umkreis sehen alle so aus und alle sind deutsch. 3, 4, sowas. Woran hast du das jetzt gerade festgemacht? Jetzt gerade habe ich daran festgemacht, wow, zu meiner Rechten natürlich jemand, der gewisse Merkmale mit sich trägt, die zu einem Deutschen oder Europäer passen könnten. Ne? Das ist so, das ist, komme ich ein bisschen dumm vor. Ne? Also, ja. Ich lese dir jetzt Statements vor. Aha. Es sind 7 Stück. Okay. Jedes Statement steht für eine Person, die im Hintergrund steht. Und du musst sie dann zuordnen können. Michael. Du hast jetzt eine Minute, anderthalb Minuten Zeit, sie zuzuordnen. Meine Eltern beide kommen von Rügen, ich fühle mich deutsch. Ich denke an eine weiße Person. Deine Eltern aus Rügen, mal gucken. Wahrscheinlich liege ich komplett falsch, aber egal. Ich lebe seitdem ich 19 bin in Deutschland und fühle mich aber nicht deutsch. Obwohl ich einen deutschen Pass habe, fühle ich mich seit 19. Deutsch. Einfach aus Prinzip, ich gebe es dir. Für manche bin ich türkisch, für andere deutsch. Ich selbst fühle mich nicht deutsch. Ich bin in Frankreich groß geworden und fühle mich keiner Nation zugehörig. Du. Weißt du warum? Weil ich glaube, in Frankreich, man macht die Locken so. Obwohl ich einen deutschen Pass habe, fühle ich mich nicht deutsch. Woher soll ich das wissen, aber? Ich gebe einfach dir. Wir machen jetzt weiter. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit den Personen zu sprechen. Okay. Sie werden dir keine Namen nennen. Hi. Hi. Fährst du gerne Fahrrad? Ja. Deutsch. Was hältst du von Helene Fischer? Magst du Sauerkraut? Ja. Ja? Ja. Also sie fährt Fahrrad und sie möchte Gender Diversity studieren und das ist für mich deutsch. Wie alt bist du? 29. Wo bist du groß geworden? Ja. Was für eine Musik hörst du? Hip-Hop. Voilà. Welche? Was guckst du so für Serien? Kaum Serien, ehrlich gesagt, aber Game of Thrones gucke ich beispielsweise. Ist auch sehr deutsch, ja. Okay, Dings, Bockwurst, wie stehst du dazu? Magst du das? Ich bin beim Essen-Thema sehr unkompliziert. Wie sieht's mit Bier aus? Boah, ey, so ganze Stereotypen, die es so gibt, ich packe gerade aus. Ich mache tatsächlich aus Prinzip keinen Alkohol. Gibt es einen Ort, das du Heimat nennst, außerhalb von Berlin? Nee. Ah! Bist du pünktlich? Früher war ich pünktlicher. Ich glaube, er ist doch nicht so deutsch. Ich glaube, ich würde sagen, das passt sogar ganz gut zu dir. Einfach nur, weil ich vermute und eigentlich hauptsächlich auch nur, weil ich einen weißen Mann vor mir sehe. Aber gleichzeitig weiß ich nicht mal, ob du wirklich weiß bist. Hi. Grüß dich, hi. Wie geht's dir? Ziemlich gut. Dir? Dankeschön. Bist du in Deutschland geboren? Ja. Bist du? Okay. Findest du, dass Schwarzsein und Deutschsein eins sein kann? Ja. Verdammt! Scheiße! Warte. Wie hoch war der Ausländeranteil in deiner Klasse damals? Nur ich. Nur du? Ja. Ich bin Lichttechniker und ich mache Filme. Worüber machst du deine Filme? Unterschiedliche Sachen, aber meine Identität und was mir so durch den Kopf läuft. Ah, okay. Identitätskrise, okay, ich weiß, es geht schon mal richtige Richtung, warte. Hast du einen deutschen Pass? Ja. Hast du noch einen anderen Pass? Ja. Eine andere Frage, Esther. Kennst du die Person, die vor dir steht? Ja. Kannst du aber trotzdem die Frage beantworten jetzt? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, immer noch nicht nein. Ich sage, du identifizierst dich nicht als deutsch. Okay. Und zwar, es ist einfach so ein Gefühl, ich kann es nicht genau sagen. Ich hoffe, das reicht. Hallo. Richtig.
Gibt es einen Ort außerhalb von Berlin, das für dich Heimat repräsentiert? Nein. Döner, ist, welche Soße nimmst du? Alles. Nein, wenn es Kreuzer Knoblauch. Was magst du an Deutschland? Berlin mag ich sehr. Ist Berlin gleich Deutschland für dich? Nö. Okay. Für mich ist Berlin was anderes. Magst du C&A-Kleidung? Ich trage fast nur C&A-Kleidung. Okay. Das ist wiederum sehr deutsch, aber ich habe so einen türkischen Flavor irgendwie bei dir so. Ich weiß nicht, woran man Deutschland festmacht. Ja. Keine Ahnung. Schwierig, ja. Du bist so halb Türke, halb Deutsch, so glaube ich, wie du dich selber siehst. Das ist meine Antwort. Du fühlst dich deutsch. Jo, also ja, ganz gut. Wie alt bist du? 32. Wo bist du groß geworden? In Deutschland. Wo? Süddeutschland. Welche Musik magst du? Hip-Hop. Ich mag diese Leute, die ich ausgesucht habe. Besitzt den deutschen Pass. Ja. Identifizierst dich mit Stopp. Bayern München. Hey, du kannst schon fragen, was deine Heimat ist. Doch, das kannst du fragen. Darf ich dich das fragen? Deutschland. Was sagst du zu der Özil-Affäre? Wo waren da die Berater? Von wem? Von Özil? Von Özil. Wenn dir ein Freund Geld leiht, ab welchem Betrag willst du es zurückhaben, dass du wirklich anrufst und sagst, Bruder? 50 Euro. 50 Euro, kein Deutscher. Okay, danke. Wie ist dein Name? Sorry. Mm-mm. Keine Namen. Ach so, okay. Weil ihr Name ist Ich liebe Deutschland. Holst du dir ein Fahrrad, was so richtig teuer, richtig gut ist, so qualitativ, wo du so ein mega Schloss brauchst? Oder eher so, ja, 70 Euro eBay? Aber soll nicht zu teuer aussehen, damit es nicht geklaut wird. Ich würde auf jeden Fall mehr Geld ausgeben fürs Schloss als für das Fahrrad. Ich schätze dich so ein, dass du dich nicht hundertprozentig mit Deutschland identifizierst. Ich würde dich als Deutsch lesen so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht ganz auf Momente das Gefühl hast, dass du dich nicht so fühlst. Weil ich weiß doch, Schwester, so, weißt du, wie Leute mit uns umgehen auf der Straße, wenn wir Job suchen oder so, ich weiß doch. Oder beim Arzt oder so. Ah, du weißt, egal wo man hingeht, ist immer Dings. Also wenn du sagst, ich identifiziere mich mit Deutschland, ich aber herkomme und sage, du mit deinem Kopftuch hast nicht das Recht, dich zu identifizieren, führt es vielleicht dazu, dass du dich nicht mit Deutschland identifizierst. Ja, das sind so voll die Nazi-Sachen, die ich hier so sage. Nein, aber genau darum geht's. Das ist voll in Ordnung. Warst du schon mal auf Rügen? Mm-mm. Nein? Aber deine Eltern sind da. Vielleicht mag ich die nicht. Mit wie vielen Jahren durftest du länger als 22 Uhr draußen sein? 10. Mit 10? Deutsch. Es ist halt total oberflächlich, ne? So einfach deiner Optik zugeschrieben, aber wenn da auf dem Papier England stehen würde, hättest du es trotzdem bekommen. Einfach nur, weil die in dieser Auswahl du einfach optisch einfach den Westeuropäer irgendwie repräsentierst, ob du willst oder nicht, das tut mir leid. Ich glaube, dass du dich deutsch fühlst und dass du deutsch bist. Ich weiß aber nicht, warum ich das glaube. Ich stecke dich visuell gerade in eine Kategorie. Na, es ist ein ganz schwieriges Ding hier, Leute. Also einfach nur AfD wählen reicht halt auch nicht aus. Ne? Es ist echt richtige Arbeit hier. Es ist echt nicht leicht, so ein Nazi zu sein, merke ich gerade. Ich gebe es auf, weil es ist echt schwierig, irgendwie den Leuten, mit denen ich jetzt sogar ein bisschen länger gesprochen habe, dann noch mehr zuzumuten. So. Jetzt kommt die Auflösung. Okay. Und die anderen im Hintergrund werden jetzt quasi sich selbst die Statements geben, die zu ihnen gehören. Bitte, einmal jetzt tauschen. Dun, 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 dun. Oha, Lan, alle bewegen sich. Ich hab direkt verschissen. An der Geräuschkulisse würde ich einfach sagen, ich hab alles falsch gemacht in meinem Leben. Und jetzt nochmal heben bitte die Hand, die sich selbst als Deutsch verstehen. Bitte jetzt die Hand hoch. Es fühlt sich so an, als ob ich gerade richtig auf die Fresse bekomme. Also ich muss sagen, da gibt es zwei Menschen, die sehen ein bisschen deutscher aus in der Runde. Die haben sich jetzt nicht gemeldet. Mhm. Schon eine geschafft. Voila! Guck mal, habe ich nicht gesagt? Man würde ihn deutsch weiß lesen, aber man weiß nicht. Zum Glück habe ich gesagt, wo ansonsten wäre so richtig Fettnäpfchen. Echt? Meine Eltern und Großeltern sind deutsch? Warum hast du so dunkle Haare, Bruder? Lol. Hätte ich niemals gedacht. Ich schwöre, nein. Ich war mir bei dir so sicher. Also es war alles falsch. Jetzt hast du die Möglichkeit, mit den Einzelpersonen nochmal zu sprechen. Geil. Paula. Hallo, Paula. Warum fühlst du dich
als Deutsche? Ja, für mich ist es eigentlich schon fast so ein Statement mittlerweile, weil ich früher das nicht so gedacht habe, dass ich jetzt deutsch bin, weil ich von außen immer suggeriert bekommen habe, dass ich nicht deutsch aussehe. Aber meine Eltern sind halt deutsch, mein Vater ist schwarz, meine Mutter ist weiß. Ja, mein Opa ist aus Südafrika hergekommen, ist geflüchtet vor politischer Verfolgung in die DDR und hat hier meine Oma kennengelernt. Krass. Und mein Papa ist schwarz. Krass. Ja. Cool. Okay. Sag mal, wie heißt du? Habib. Ich glaube, ich wollte ihm dieses Rügen-Ding geben, oder? Ich fühle mich eher als Türke. Ich fasse es immer gerne in einem Satz zusammen, dass meine Mutter Kurdin ist, mein Vater Türke, ich aussehe wie Deutscher, aber mein Name arabisch ist. Also geil. Also identifiziere mich auch mit Werten aus Deutschland, aber eben nicht als Deutscher. Ja. Bin hier zu Hause, aber es ist nicht meine Heimat. Gleichzeitig ist aber auch die Türkei nicht meine Heimat. Passiert dir das öfters, dass dich Leute auf der Straße oder egal, wo du irgendwo bist, als weiß lesen? Also ausschließlich. Es sei denn, ich bin mit meiner Frau unterwegs. Ja. Und seitdem das der Fall ist, merke ich halt, wie die Leute starren. Meine Frau trägt nämlich ein Kopftuch. Okay. Ist ansonsten auch relativ hellhäutig, aber wegen dem Kopftuch starren die halt. Also ich finde es prinzipiell nicht schlimm, dass ich als Deutsch eingeschätzt werde. Ich habe quasi eigentlich nur Vorteile davon, weil ich sozusagen unter dem Radar durchkomme. Aber ich fühle mich eben nicht deutsch. Also das ist da, kann ich irgendwie eine Linie ziehen. Okay. Klingt vielleicht schizophren, aber... Nö, ich kenne das ja. Ich stecke in derselben Haut, nur mit der anderen Optik. Du fühlst dich nicht deutsch. Nein. Woran liegt das? Es wird immer hinterfragt. Also ich werde immer so lange gefragt, wo ich herkomme, bis irgendwas Afrikanisches rauskommt. Ja, und immer tiefer buddeln. Ja, genau. Und leider frustriere ich die Leute damit, weil es wirklich nichts gibt. So, ich bin ja aufgewachsen, wo wir uns gegenseitig immer nur als Ausländer bezeichnet haben, so ganz klar. Und dass ich gesagt habe, ich fühle mich deutsch, beziehungsweise dass ich deutsch bin, war immer eigentlich nur ein Politikum. Es war immer nur dieses, also ich hatte den Eindruck, wenn ich weiterhin sage, dass ich Ausländerin bin, dass dann das gerechtfertigt ist, so wie ich behandelt werde. Und einfach um dem entgegenzusteuern, habe ich halt gesagt, dass ich deutsch bin. Aber das Krasse ist, dass dann mit der Zeit ich das irgendwie verinnerlicht habe und wirklich angefangen habe, mich deutsch zu fühlen. So. Hi. Wie heißt du? Wie ich heiße? Ja. Alpi. Alpi? Das ist eine Abkürzung. Von? Alperen. Also ich wurde immer als irgendwas anderes betitelt. Mal war ich Mexikaner, davor nachher war ich Peruaner, mal bin ich was anderes. Ich finde es total interessant, dass du dich als Alpi vorstellst und nicht Alperen. Das finde ich hat schon was Deutsches. Ja klar, ne? Weil ich keine aussprechen kann. Halt. Ja, aber das zeigt ja, dass das auch sogar was mit dem Namen eines Menschen macht. Einfach, ich darf Türke sein und trotzdem mich Deutschland zugehörig fühlen. Das habe ich hier in Berlin immer erfahren, aber außerhalb von Berlin nicht mehr. Also ich identifiziere mich, wie man es in Amerika macht, sagen wir mal so. Weißt du, warum es voll interessant ist, dass du das sagst? Weil quasi in meinem Kopf die ganze Zeit war, habe ich Deutsch sein mit akzeptiert sein quasi in Verbindung gesetzt. Aber es ist ja voll der Denkfehler. So, wir können ja sein, wer wir sind. Am Ende des Tages geht es ja nur darum, dass wir so in unserer Existenz leben können und dürfen, egal wie wir uns definieren. Ja. Hallo. Hey, David. David. Okay, warte mal, was hast du nochmal gesagt? Deine Eltern sind deutsch, deine Großeltern sind deutsch, du fühlst dich deutsch. Aber warum siehst du nicht aus wie ein Deutscher? Sag mal ehrlich, Bruder. Ich bin Deutscher. Okay. Also ich bin, das heißt, meine Großeltern sind hier geboren, ich auch. Dementsprechend fühle ich mich als Deutscher und habe auch keine anderen Einschläge oder Wurzeln. Und bist du damit konfrontiert, irgendwie optisch nicht als damit konfrontiert? Ja, absolut. Negativ auch? So wie als auch, ja. Das kann man, da war ich auch noch gar nicht so lang in Berlin, bin ich in der U-Bahn gefahren. Die U-Bahn war im Feierabendverkehr, war super, super voll, es war Gedränge. Und an der Haltestelle wurde es dann noch etwas enger und beim Rausgehen habe ich einen deutschen Herrn versehentlich angerempelt, der sich darüber wahnsinnig aufgeregt hat und mir dann entgegnet hat, dass es früher sowas hier nicht gegeben hätte. Was hast du gesagt? Bist du ich. Also ich komme aus dem Irak. Ich bin auch deutsch geboren und habe bis zu meinem 4. Lebensjahr dort gelebt. Und dann sind wir halt nach Deutschland geflohen. Ich fühle mich deutsch. Also die meisten sehen mich halt arabisch, weil ich einfach so aussehe mit meinem Kopftuch und ja. Aber ich fühle mich einfach deutsch. Ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie ein Gefühl. Aber dieses
irakische, arabische und so weiter und so fort. Ja. Ist aber etwas, das du mit dir trägst. Natürlich, und quasi in der Schüssel hast, womit du auch das Deutschsein mixt. Es geht nicht ohne. Natürlich. Man hat sich nicht jetzt für einen Teller entschieden. Was macht dich denn arabisch? Was mich arabisch macht, unser geiles Essen. Also sorry, aber deutsches Essen ist jetzt nicht so meins. Das ist so, da distanziere ich mich vom Deutschen so. Hi. Grüß dich, wie geht's dir? Ich bin Tun. Mir geht's gut. Tun? Noch immer, ja. Wie wird das geschrieben? T-U-N, also wie so, was würdest du tun mäßig. So. Du fühlst dich aber nicht deutsch? Also so vielleicht optisch, aber... Oh, ich will dich überhaupt nicht fragen, woher du kommst, weil ich hasse diese Frage. Ich komme aus Luxemburg. Also du bist so die Ausländerkategorie wie ich. So sieht man nicht an, sieht eher deutsch aus sozusagen. Ja. Früher auf dem Sportplatz, wenn man gesagt hat, Deutsche gegen Ausländer, war man trotzdem bei den Deutschen irgendwie so auf so mal. Ja, ich war halt früher auf dem luxemburgischen Bolzplatz. Ich war immer bei den Luxemburg. Ich fühle mich jetzt aber auch nicht wie ein Deutscher, halt nur optisch. So. Okay. Ich merke halt nur, dass ich Luxemburger bin, wenn irgendwelche Behördengänge sind und nervt ich mich das, anders damit. Muss das damit als, Mann, ich hab's mir so ausgesucht, ich bin da jetzt nicht so Ding. So, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich auch so damit auseinandersetzt, wird man einem auch bewusst, dass es ein Privileg ist, so auszusehen, vor allem so in Deutschland. So, Isa, kennst du dich? Echt ausgelaugt. Als ob ich so voll viel gerade Vorteile zugegeben habe, die in mir sind, so mäßig. Und jetzt haben wir auf Video, was ich alles für Bilder im Kopf habe von Nationalitäten. Ich glaube, was mir am schwersten gefallen ist, die Tatsache, dass ich gerade eine Frage beantworten sollte, die ich nur über so Kategorien hätte beantworten können, aber eigentlich sind ja genau die Kategorien, die ich eigentlich nicht möchte, mit denen ich ja nicht, also die ich ja nicht gut finde in der Gesellschaft. Und man hat auch gesehen, ganz klar, die Kategorien, die funktionieren nicht. Genau, also ich fühle mich ja in der Gesellschaft ja auch hier mit einem Plakat in der Hand. Ne? So fühle ich mich und andere Menschen kommen und entscheiden über mich, reden über mich. Das ist ja voll so die Rassenlehre. So, deine Nase ist so hoch, deine Augen sind so und deswegen bist du der Türke. Ist halt hart problematisch. Du setzt dich mit diesen Menschen hin oder stellst dich vor und redest mit diesen Menschen und es entstehen komplett neue Energien, es entstehen komplett neue Geschichten und darauf muss man sich einlassen. Die Alternative wäre, ich drehe mich niemals um und habe mein Urteil gefällt. Was ist Deutsch für dich? Deutsch für mich ist... Ganz ehrlich, für mich ist Deutschsein... Ich mache das abhängig vom Gefühl.